Und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 3. Die Monsters Only Challenge mit mir, dem Günther, auch bekannt als Günther Shadow, und wir spielen den mächtigen Tic-Tac-Toe. Und jetzt würde ich mal sagen, Attacke auf diese geschwächte Skaven-Armee. Was, der kriegt Verstärkung? Naja, wird bestimmt spannend. Los geht's. Das ist die Siedlungsgarnison, die da mitkommen darf? Frechheit. Naja, okay. 1700 Skaven, die zählen ja nicht ganz, ne? Also hier könnten wir tatsächlich auch mal eine Aufstellung versuchen, ne? Weil er ja auch so viel Zeug hat. Das heißt also hier die nach vorne. Terradons, ja, als Ablenkungsmanöver vielleicht? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall auch über die Hügelkuppe, denn da, da ist der Abhang noch mal ein bisschen höher, ne? Ja, so ist, glaube ich, ganz gut. Machen wir es ein bisschen anders. Gucken wir nochmal das so. Schieb die noch so ein bisschen auseinander und dann packst du den da auch noch mit rein. Den Kano kannst du mir mit hier vorne hinpacken und die zwei lustigen Knaben, die machst du mal hier hin. Das wird doch jetzt ein Gemetzel, oder? Aufstellung und go. Die können doch in Bewegung schießen, oder? Unsere Artillerie? Oder können sie es nicht? Wo ist deine Reichweite? Die ist tatsächlich sehr angenehm hoch. Wir warten noch auf sinnlos beschworene Mäuschen. Ich soll mal nochmal auf seine Arti schießen. Ah, jetzt kommt er. Ne? Mal ein bisschen näher. Och, wie, der haut ab. Ja, da nix wie hinterher. Trick, immer auf die ersten schießen, dann treffen die anderen, oder wie? Moment bitte. So, weiter geht's. So, Kroakchen. Lolli, lolli. Wow. Wie jetzt? Ah ja, guck mal hier. Ja, ja, kommt noch ein bisschen näher. Ja, ja, komm. Der dodgt sehr gut. Ja, kommt jetzt mal ein bisschen näher. Ihr kriegt da halt einfach die volle Ladung, ne? Nein, ja.
Schießen können die ja auch. Na komm. So. Kraft mal an. Müssen wir, oh ja, den könnten wir vielleicht mal heilen. Fokus du den mal. Ach komm, dann einmal richtig. Los, Leute. Komm, einmal richtig. Einmal Kasala. Mach direkt noch einen hier. Kapau. Skaven much. Schieß mal auf den hier. Witzig, der ist noch da. Er kann halt auch nur die hier irgendwie versuchen, so abzufangen, ne? Also tatsächlich, so viel schafft er ja ansonsten auch gar nicht, ne? Ja. Komm, ja, machen wir Gefecht beenden. Das brauchen wir nicht länger laufen lassen. Und Verluste waren ja quasi fast nicht da, ne? So, also kann sich doch sehen lassen. Guck mal, die hat's total zerrissen. Ich wollte gerade sagen, also die Armee hat sich doch gerade verabschiedet in die ewigen Jagdgründe. Ja, denn daher würde ich jetzt gerne noch angreifen, dann geht aber gerade nicht. Machen wir noch hier, das haltet die Stellung, ne? Das nehmen wir, glaube ich, noch vorher mit. So, ich muss jetzt auf jeden Fall hier angreifen, damit wir aus diesem Einflussbereich der Garnison rauskommen. Gut, los geht's. Schieß du auf den. Nimm mal den Kroacker mit. Last Jock. So, und Problem erledigt, oder? Ah, warte mal, er hat noch ein paar Klanratten beschworen. Ja, ja, die müssen wir natürlich noch sehen. Du, du, du und du, ihr kommt mal hier hin. Dann heilen wir die nämlich noch schnell. Während die anderen Einheiten davon laufen. So. Plündern und besetzen oder nur besetzen? Not for long, sicher.
Auf einer Skala von 1 bis Nope. Wie sicher bist du dir? So, ne? Das war doch diese... Das war jetzt diese Schlacht, die wir unbedingt machen wollten. Genau, das ist der Typ, den wir ignorieren wollen. Das ist der andere, den wir ignorieren wollen, weil die ja einfach nur Passivboni gerade bei uns geben. So, brauchst du jetzt irgendwie noch hier den Burschen? Nein, ne? Den brauchst du eigentlich nicht. Muss der bei einem von denen hier in die Party, sozusagen. Den könnten wir fast noch hier reinpacken, ne? Aber ich meine, wir haben auch die Möglichkeit, oder wir könnten auch wirklich guten Gewissens einfach noch ein paar Kommandanten aufstellen, ne? Was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir? Versuch mal den Boyrolk zu attackieren. Wow, das hat sogar geklappt. Cool. Nächste Runde. Ich verzichte jetzt drauf, mir extra Bewegungspunkte zu holen. Also wir könnten es machen, aber... glaube ich nicht sinnvoll. Das heben wir uns lieber nochmal auf, falls wir... Ach, der Duchtu beendet die Handelsbeziehung mit uns? Okay. Das können wir uns aufheben... passend, bevor wir mehr Geld durch Handel machen. Hey, wir kriegen mehr Führerschaft. Ja, wir heben uns das auf, um die Fraktion dann auch einfach direkt ausschalten zu können. Das wäre so mein Dogma. Wetzer ist keine Festung. Ah ja, seine Armeen sind hier unterwegs. Ja, aha. I'm getting twitchy, itchy. Wieso kriegt ihr hier Verstärkung? Ne, es ist Verschleiß, ne? Ja, er kriegt auch Verschleiß hier. Okay, komm, Quetzer ist zuerst dran. So, ja, Aufschwung starten, los geht's, komm. Ja, schick die mal nach vorne. Ich weiß auch nicht, warum stellt ihr den Dude da eigentlich... Achso, warte mal, ne, guck mal hier. Warum stellt ihr den Dude eigentlich in den Wald? Hier, das ist so eine komplette Fehlplatzierung, oder? Der sollte eher einen Angriffsbefehl bekommen. Ja, renn da rein. Der heißt Kroak, weil seine Opfer dann, wenn er so seinen Zauber auf sie drauf macht, die machen dann so Kroak und dann sind die weg, oder? Daher kommt das, ne?
Oh, war doch easy, ne? Und eine weitere Stadt. Subi. Krass, guck mal, der kann einfach nur hier an der Stadt vorbei und dann ist die Bewegungsreichweite von ihm wieder weg. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass es in irgendeinem Szenario realistisch ist, ne? Okay, ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Geh mal Technologie atzen. Nee, geht nicht. Bäh. Da will ich jetzt nicht unbedingt lang. Das da hilft mir nicht. Ja, geh mal hier hin. Das ist ja ansonsten nicht so schlimm, was der uns dann da so wegnimmt, ne? Oder da merken wir doch gar nicht so viel von. So, Krogal läuft hier hin. Der dicke Frosch, der läuft hier hin, oder? Weil vielleicht nimmst du erstmal noch hier. Bleib mal noch da drin. Wer von euch. Ah, okay, gut, das hat hier schon mal geklappt. Ein Pyrrhus-Sieg wird das. I'm acting astonished. Du paddelst mal hier lang. Hier hoch, bitte. Für ein Level gibt, ist ja eigentlich immer noch zu viel, ne? Komm hier, erste Generation, besser als letzte Generation. ja, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, sorry. Und dann geht's mal mit dir hier weiter. Ja. Damit wir sehen, was da so passiert. Okay, pass auf, da machen wir jetzt die Belagerung erstmal. So, versuchen wir mal irgendeine akzeptable Aufstellung. Ich weiß nicht, geht die hier? Kann ich irgendwie schwer sagen, ne? So, jetzt aber feuerfrei. Go, go, go. Guck mal, du kannst vielleicht schon mal das Tor attackieren. So, ein, zwei Sonnenmaschinen dabei zu haben, wäre natürlich noch cooler, aber das geht halt nicht immer. So, und ihr macht jetzt mal ganz kurzes Autofeuer aus. Das brauchen wir hier nämlich nicht. Ja, komm du noch ein bisschen näher. Dann schauen wir mal. Also direkt vor dem Turm zu stehen, das ist natürlich echt, ja, das ist natürlich grenzenlos debil, ne? Das ist natürlich grenzenlos debil, da sollten wir uns nicht hinstellen. Sorry, ich will das ein bisschen, will das in einer etwas beschleunigten Form hier durchziehen.
Weil ist halt natürlich auch so ein bisschen das Grundproblem. Ja, ne, dass die Einheiten dann aber auch direkt halt davor laufen, ne? Ja. Und diese Türme halt, ne, die sind halt einfach so übertrieben krass. Ich könnte die jetzt alle in den Defensivmodus stellen, aber das lohnt sich für mich auch nicht. Wieder der Gatebug, oder? Ja. Ja, ich muss sie in den Defensivmodus stellen, sonst verfolgen die Einheiten. Das ist nicht gut. Nein! Komm da raus! Oh mein Gott! Er ist im Gatebug gefangen. Oh mein Gott! Ist das eine... Ist das schon wieder so ein dummes Rumgefuddel? Greif mal das Tor an. Danke. Also dümmer geht's immer, ne? Wo bist du? Ich schieß auf dich. Keine Ahnung. Irgendjemand. Schleuderer da hinten oder was, ne? Naja, das sind sehr gefährliche Steine, die werfen. Komm, Croxy, Roxy. Mach das Tor auf. Hol dir Hilfe. Ich hol mir mal einen Schluck Kaffee. Oh, 1500, okay. Oh, jetzt aber, oder? Es gab da so einen kleinen Zwischenfall mit einer gut gefüllten Kaffeekanne. Es tut mir sehr leid, ich musste das nochmal von vorne beginnen. Guck mal, den Gatebug, den haben wir auch nach wie vor noch. Komm mal raus da. Kommt da bitte auch nochmal raus. Mal wieder ein bisschen. Hey, kommt mal raus da. Ich habe die extra nur in Defensivmodus gestellt, damit die da nicht hinterherlaufen. Komm zurück. So, genau. Jetzt gucken wir mal, dass die Tür wieder zugeht. Und dann kannst du da nochmal Antacke dagegen bolzen. Obwohl, hier war das mal nachher. Boah, so ein dreckiger BS, ne? Und nochmal der gleiche Versuch jetzt. Ja, dann lauf du hier hin. Guck mal, ob du weitermachen kannst. Ja, weil ich hatte tatsächlich dann... Ich hatte dann tatsächlich vergessen... Oh Gott, so schrecklich. Schon wieder. Ich hatte dann tatsächlich vergessen, während ich hier die Schweinerei weggemacht habe. Wobei, naja, Kaffee ist ja keine wirkliche... Also ist ja nicht so Schweinerei. Sondern mehr so eine wonnige Erfahrung. Während ich mich darum gekümmert habe, habe ich vergessen, die Schlacht zu pausieren. Und das Spiel hat mir meinen Helden gekillt in der Zeit. Und dann habe ich gedacht, komm, ich mache das jetzt nochmal. Apropos Helden gekillt, es ist jetzt mal wieder ein Gatebug. Aber wir sind fast durch. Komm, noch ein Hit. Na, also so, jetzt guck mal, jetzt kannst du hier rein, jetzt kannst du dem auch helfen. Ne, griff mal so an. Sieht ein bisschen aus wie so ein Strobolicht. Mhm, okay. Aber wir könnten jetzt aber auch da hingehen, ne? Nochmal. Guck mal, wir greifen den jetzt mal da an. Genau, dann nehmen wir nämlich da mal die
Siegpunkte ein und dann haben wir dieses Dreckskatapulte auch nicht mehr an der Backe. Ja, und wir versuchen das alles schnell und unbürokratisch. Jetzt können sie übrigens Autofeuer wieder anmachen. Oh. Go, go, go. Lass die Deppen da rumlaufen. Der wird jetzt den Spot da wieder einnehmen, oder was? Ich nehme den eben gerne nochmal weg. Weil auf die Sturmratten, da blastern wir natürlich mit unseren Fernkämpfern drauf. So, weiter geht's. Wo war ich stehen geblieben? Hier, ja. Was wäre denn unser... Da könnten wir nochmal hin, ne? Aber er holt sich dann hier diese Passage wieder zurück, oder? Kommt mal alle hier hin. Ich glaube, das ist besser. Na, gucken wir, jetzt können wir nochmal hier angreifen. Dann können die auch schießen. Genau, da gibt es ein bisschen... Ist das Kollateralschaden? Ne, ich glaube, das sind tatsächlich die Hellebarden, die den Schaden hier machen, ne? Ich glaube, das sind tatsächlich die Hellebarden, die hier den Schaden machen. So, wollen wir mal weiter Schaden an seinen Einheiten... Clanratten, aha. Ich muss immer weg, der soll den Spotter nicht zurücknehmen. Genau, ich glaube, das sieht nach Amylos aus, oder? Zumindest so in Ansätzen, ha? Kannst du mal hier hin? Okay, danke. Dann nehmen wir jetzt mal den Spot da oben ein. Ah, komm zurück, komm zurück. Hier kommt er auch zurück. Ja. Alles gut. Der Vater ist schon da und hilft. Schießen, schießen und stürmen, genau. Ja, weiter, weiter. So, jetzt holen wir uns nochmal hier den Siegpunkt. Schwupps, da ist er wieder. So, und jetzt gehen wir hier hin. Viel fehlt ja nicht mehr. Schießen, komm. Heilen. 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 Ah, jetzt haben wir es, ne? Okay, gut. Ja, also, ne? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Gefecht beenden, bitte. So, von wegen Pyrosieg, ne? Also ziemlich eindeutig sogar. Warum muss ich das hier jetzt nochmal neu verteilen eigentlich? Na egal, was ist das hier? Rüstungsdurchdringender Waffenschaden. Ja, oh. Was bei ihm hier, ne? Okay, dann ausrauben bitte. Oh Gott, ich hab's befürchtet. Ah, ne, puh, ich komm nochmal dran. Okay, besetzen bitte. Heidewitzka. Speichern, ganz schnell, komm, bevor ich mich jetzt irgendwie noch verklicke und dann den ganzen Quatsch da nochmal machen soll, weil das war jetzt wirklich nicht so ein tolles Erlebnis, ne. Aber die Armee ist auch stark und die KI ist schlecht, ne, insofern ergibt sich da einfach viel. Von selbst und aus Gründen. Ja, bitte hier noch weitermachen. Okay, gut.
Ja, den wollte ich doch. Den habe ich jetzt noch nicht bewegt, weil, wie gesagt, ich hatte meinen kleinen Kaffeeunfall und das war ein bisschen blöd. Aber warum? Naja, okay. Warte, pass auf. Ja, genau so ist okay. Lauf du so. Und den anderen hatte ich. Da hatte ich die Überlegung. Genau, guck mal, du gehst hier hin. Und du gehst hier hin. Dann kriegt er jetzt Verstärkung, weil wir die Provinz kontrollieren. Klasse. Ja, reparieren würden wir es dann schon. Weil wir ja doch ein bisschen mehr Geld machen als diese 12.000, die wir da eben rausgeplündert haben. Städteausbau machen wir erst demnächst. Wie lange stehst du noch hier? 5 Runden, okay. Ja, die Einheiten dauern halt leider einfach sehr, sehr lange. So, weiter geht's. Hier hoch. Das andere da unten sieht ja relativ friedlich und harmonisch aus. Ah, siehst du mal, den habe ich übersehen. Okay, ich wollte schon sagen, warum hat er so wenig Bewegungsreichweite? Das wäre auch schon ganz schön frech, ne? Den haben wir auch benutzt. Und dann haben wir keine Einheiten mehr, außer hier noch den Itsy-Bitsy-Teeny-Weeny. Vielleicht können wir da noch den Helden plätten. Ne, kannst du gerade nicht. Dann bleib einfach nur in der Nähe und zeig mir, was die da machen. Ah ja, stimmt, du sollst ja hier da oben gucken, wo das große Reich des Master Mundi aufhört. Okay. Nicht-Angriffspakt mit Wiesenland. Nicht-Angriffspakt mit Koron. Der will irgendwie nicht mehr. Minus 19. You stand before the mistress of. Ja, Mistress, hier, guck mal, ich gebe dir Militärzugang. Ifres. Aber ich wäre eher hier dran interessiert. Guck mal, der will nur 60.000 dafür haben. Das kriegen wir aber nochmal billiger, denke ich. Sauchak, genau. Wir haben wahrscheinlich nicht alle Punkte richtig vergeben, aber das passt jetzt trotzdem. Avalon und Ifres sind da oben, beide. Oha. Wiesenland und Reikland, aha. Da wird so viel aufgedeckt durch das Handeln, ne? Wo ist er denn jetzt hin? Da. Ich hatte es vermutet. Es sieht aber für mich auch so aus, als würde der Oxyotl sich darum kümmern. Also das, ne, Subatun brauchen wir, glaube ich, nicht. Itza sollten wir versuchen zu kriegen. Sieht doch gut aus. Alter, haben wir da Einheiten gelassen, ne? Lass
was kostet das? Versuchen wir einfach mal, seine Tunnelnetzwerke abzufangen. Vielleicht kommen wir damit ja weiter. Aha, okay, da sind wir aber nicht dran gekommen. Okay. Das heißt also, wenn es Schlachten sind, also dann wissen wir jetzt eigentlich auch, das muss ja dann eine Schlacht sein, ne? Weil, also eine Begegnung, ne? Wo du kämpfen kannst, weil ansonsten könnten wir es ja im Gewaltmarsch mitnehmen, ne? Heilige Eiche, ne? Ich glaube, wir müssten sie, also jetzt wäre dann auch die Preisfrage, müssen wir die niederreißen oder bekommen wir die anderweitig? Und der Luthor, der hat nur noch Slanua Peck, ja? Habe ich das richtig gesehen? Bleib mal da in der Nähe. Der Xylas. Geh nochmal atzen. Boah, nice. Wir attentäten ihm so schön die Einheiten weg. Das ist richtig cool. Hier, Mentor-Skill. Teil das mal mit den anderen. Ja, jetzt könnten wir hier nochmal schauen, wo wir die Städte ausbauen können. Stopp. Satosa können wir nochmal ausbauen. Da lassen wir nochmal ein bisschen. Lassen wir nochmal ein bisschen Sprit fließen, ne? Das hier wollten wir machen, ne? Weil da der Hafen auch drin ist. Machen wir das erstmal so, reißen wir dann nachher ab. Ja, können wir auch so lassen. Klar, maximale Stufe einmal noch ausbauen, bitte. Ja, wir bauen. Da haben wir ja das Wichtigste dann schon. Dann machst du noch das Teil. Fraktionsweite Heldenränge für Rekrutierung. 9500, okay. Gimme, gimme. Na, passt eigentlich. Ja, das müssen wir reparieren. Hätte ich gewusst, ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das hier eine, dass das hier eine Stadt ist. Oha. Dann hätte ich das, glaube ich, ein bisschen anders gemacht. Kannst direkt schon mal hier das geomantische Netz, kannst du schon mal stärken. Kannst direkt auch mehr Forschung machen. Erstmal. Und die Goldmine ausbauen. Das andere gucken wir dann noch. Was sind denn das für Gebäude? Jetzt zeig mal die Gebäudeliste. Also wir haben einmal hier Ressourcenproduktion, Heilpflanzen, Wachstum 10, Verlustverschwendungsrate plus 5. Alle Armeen, okay, das ist heftig. Und plus 10 für alle Provinzen ist auch gut. Gewölbe der Alten. Alle Provinzen minus 5 Korruption. Dann haben wir plus 8 beim Kampf gegen Chaoskrieger, Chaosdämonen, Chaoszwerge, Nausgaard und Tiermenschen. Dann nochmal 8% Rettungszauber. Diplomatische Beziehung plus 20 mit Echsenmenschen, auch geil. Sehr, sehr nice, ja. Bauen wir jetzt auch ausnahmsweise aus. Weil ich glaube, die Siedlung ist relativ sicher. Hier bei Margrethe, das können wir auch ausbauen. Ah, guck mal. Ja, den hatte ich vergessen. Wow, Alter, der ist. Der Master Mundi ist richtig groß geworden.
Aber dann müssen die Skaven ja den Wulfhard platt gemacht haben oder der Luthor. Anders kann ich mir das ja nicht vorstellen. Sauber, jetzt haben wir die beide abgefangen. Das ist gut, dann kommen wir nämlich jetzt auch aus der Ecke da raus. Und dann haben wir zu unserem Norden nämlich nur noch den Master Mundi. Und im Süden haben wir nur den Oxyotl. Vernichtet, krass. Dann zeige ich mal. Subatun hat er eingenommen, ja. Mächtig. Nein, ist nicht dein Ernst. Der hat Schlanua-Pack oder Slanua-Pack eingenommen. Hihi. Okay. Ja. Aber Chahutek tauschen für Slanua-Pack, das will er nicht machen wahrscheinlich, ne? Wir können mal fragen. Wo ist er denn? Hier, da. Yuan-Bo. Der hat nur 6. Och, das würde der sogar machen. Dann kriegen wir noch mal eine, dann kriegen wir nämlich noch mal hier so eine weitere Provinz, ne? Gut, dann hat er die Piranha-Sümpfe komplett. Da gibt's außer hier mit den Heilkräutern keine, hier gibt's noch besondere Dingelingelingen. Der ist relativ neutral gegenüber dem Master Mundi. Vielleicht müssen wir ihn irgendwann platt machen. Aber momentan vielleicht gar nicht so. Ich weiß nicht. Wir könnten jetzt sogar noch ein Bündnis mit ihm machen, aber er ist halt auch relativ schwach, ne? Der Luthor ist direkt noch hier. Der kommt da nicht so einfach raus. Ich gebe mir 6.000 dafür. Und wenn ich das jetzt nur so tauschen würde, würde er mir einfach nur... Komm, wir tauschen das einfach so und dann liebt er uns jetzt. So, weil das Defensivbündnis würde der so oder so mit uns machen. Denn ich habe mehr von Slanua-Pack erstmal. Dann können wir das hier schon mal abreißen. So, dann zeig nochmal das besondere Gebäude. Tempel der Nebel, Bewegungsreichweite minus 20% für feindliche Armeen, die die Runde in dieser Region beginnen. Ah, okay, Armeefähigkeit, Tempel der Nebel, Armeen in Region, feindliche Armeen in der Provinzführerschaft minus 20, Nahkampfabwehr unter Belagerung plus 5. Ja, schon mächtig. Aber eine komplette Provinz zu haben, ist halt natürlich auch immer gut. So, okay, wollen wir noch irgendwas tauschen? Schottel holen wir uns so. Wir haben noch hier das Zeichen der Alten und den Altar der gehörnten Ratte. Den könnten wir ansonsten noch hertauschen, falls er noch irgendeine Siedlung hat, die wir brauchen. Und vielleicht nehmen wir sogar Hulwattl ein. Wo sind sie denn, die 1000 Schlunde? Derakat, ja, das. Dann sehen wir halt auch mal, wie wir uns gegen die Druki schlagen, ne? Das ist ja auch noch so eine Kampagnenauseinandersetzung, die ich suchte. Oder suche. Ja, Doho, fast ein Militärbündnis. Mit Master Mundi könnten wir ein Defensivbündnis machen. Er würde es. Der würde das wahrscheinlich auch wollen. Wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, wir würden das hier machen und sagen, guck mal, wir kämpfen auch noch gegen den. Dann willst du nur 66.000 Gold dafür haben. Das müssen wir kleinschrittiger angehen, ne? Okay. Gut, dann machen wir mal hier einen Päuschen, glaube ich. Ich muss mal ganz kurz schauen, wie lange habe ich denn hier schon aufgenommen? Ja, ich weiß nicht, vorher waren es auch so 20 Minuten oder so.
Na, ein paar Minuten gehen vielleicht noch. Okay. Dann bringen wir uns jetzt in Stellung. Hiergegen, ne? Das könnten wir ansonsten noch an jemanden abtreten, ne? Die heiligen Teiche. Höhere Bewusstseinsebene. Verzögerung bis zum Erneuern der Barriere minus 50. Also higher state of consciousness sozusagen, ja. Dreht der Master Mundi dann an der Knarzmaschine oder wie? Okay. Kleine Reminiszenz an Josh Wink. Ganz bekanntes Techno-Lied. Higher State of Consciousness. Ja, du musst dich halt so positionieren, dass du den Luthor H-Knoten erwischen könntest. Herrscher der Lüfte bringt 25 Geschwindigkeit, 40 Nahkampfabwehr. Boah. Krass, das mal geil. Das, also 40 Nahkampfabwehr. Das ist übertrieben viel. Also. Nur so zur Einordnung, ne? Das ist übertrieben viel. Er hat ja dann auch nur noch hier die heiligen Teiche und dann seine Armee da oben, oder? Ja, du musst eine Runde warten, bis du nochmal attentätest. Schade. Skillen wir mal deine Verwundenfähigkeit, dann hast du wenigstens noch ein bisschen mehr davon. Und dann können wir hier auch bald unsere neue Armee zusammenklappern. So. Okay, mir fehlt noch. Ja, du kannst mal da hoch. Wir zeigen, was da oben so los ist. Okay, da oben ist Professor Morati. Ja, der wartet. Ja, Ratatouille kann mitkommen. Dauert noch ein paar Runden, ne? Bis wir hier... Das sind noch drei Runden. Okay, gut. Ich meine, man muss jetzt auch sagen, 60.000 ist jetzt auch gar nicht mal so viel, denn wir machen ja 22.000 pro Runde. Und das heißt ja dann für uns... bei so viel Einkommen ist ein Defensivbündnis ja dann auch eigentlich nur noch drei Runden Einkommen. Das ist ja gar nicht so viel. Ich kann ihn angeblich erreichen. Dann schauen wir doch mal. Also, guck mal hier. Verteidigungsbündnis.
Und ich trete hier noch den Krieg gegen den Luthor bei. So, das ist doch mal ein schönes Bündnis, oder? Das ist ein leckerer Burger. Okay, 50% kann man nochmal versuchen, Technologie zu atzen. Boah, geil. Entscheidender Sieg, ja. Aber das machen wir nochmal händig. So, brauchen wir da eine differenzierte Aufstellung? Eigentlich nicht, oder? Aber ihr müsst auf jeden Fall ein bisschen nach hinten. Warte, mach so. Weil wir wollen ja nicht, genau, wir wollen ja nicht zu viel Prügel kassieren. Wir gehen die ganzen Großwildjäger da drüben. Hauptsache, jetzt kommt nicht irgendwie eine Armeefähigkeit, hat Einheiten erzeugt oder so. Aber der schießt jetzt aber, ne? Gib ihm. Direkt weitermachen. Komm, komm, komm. Ja klar, der schießt, während der gerade im Nahkampf niedergemacht wird, ne? Das kennen wir doch irgendwo, ja. Obwohl, warte mal, flitzt du mal hier so ein bisschen auf der Flanke lang. Das war er jetzt, ne? Wir sind ja zum Glück nicht so schnell. Genau, da kann sie nämlich schön wegbolzen. Junge! Ja, jetzt wisst ihr auch, warum ich Eisenhagelschützen so geil finde, ne? Die machen einen, die haben halt einen Damage-Output, der ist einfach sensationell genial. In einer sehr, sehr kurzen Zeit, ne? Das ist einfach richtig, richtig cool, ne? So Einheiten mit so einem richtig hohen Value, ne? Also ich meine, die brauchen halt, und das ist tatsächlich eben ein Vorteil auch der Eisenhagelschützen, die brauchen ja auch nur einmal wirklich gut in Position zu stehen. Na, und das reicht dann schon halt mal, um enormen Schaden zu verursachen. Ich stelle mir gerade die Frage, ob wir das tauschen können mit jemandem, deswegen besetzen wir es mal. Stopp. Mentor ist, ne? Der Hartrabarber. So, und dann
klappt das leider nicht mehr. Wobei das schon krass ist, dass er so jetzt Angst vor Tic-Tac-Toe hat. Das ist auch schon gut. Versuch den mal zu attentäten. Schade. Versuch den mal zu blockieren. Hey, das hat geklappt. Bleib du mal inkognito. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Machen den Luthor Harkon platt. Und dann geht's ab gegen die Drookie. Ich bin gespannt. Bis dann, macht's gut. Pax Vobiscum und Valete.